Viele Hauptbahnhof, Freunde und Freundinnen. Im Sommer gibt es in den Theatern am Ende einer Spielzeit immer einen Rückblick und einen Ausblick. In diesem Jahr ist es etwas ganz Besonderes, denn so eine Spielzeit wie die vergangene hat Stuttgart noch nie erlebt. Es ging an mit der Erfindung des Schwabenstreiches, seinen Gastspielen in allen deutschen Städten, seinem weltweiten Abstecher bis nach New York und Santiago de Chile. Das war der Auftakt für ein ganz außergewöhnliches Open-Air-Spektakel, welches in Form von Demonstrationen und Veranstaltungen aller Art mit manchmal mehr als 100.000 Teilnehmern Stuttgart bereits zum Spielzeitbeginn zum Theater des Jahres gemacht hat. Im Herbst folgte dann eine Tragödie antiken Ausmaßes, der Kampf David gegen Goliath, Spielort bei der Schlossgarten, mit Stefan Appus aus Caligula, einem Laienchor besetzt mit prügelnden Polizeihorden und teilweise verletzten Statisten aus der Bürgerschaft von Stuttgart. Das Ganze wurde dramaturgisch geschickt eingerahmt durch ein über Monate immer wieder gegebenes Satyrspiel mit Wolfgang Schuster in einer beeindruckenden Charakterstudie als Mann ohne Eigenschaften. Im November und Dezember gab dann noch ein Fahrtheater live auf Phoenix und Flügel TV die schlichte Schlichtung mit Heiner Geister als Heiner der Scheinheilige und dann dieser Art im Schluss der Fahrten Pointe Stuttgart Plus ein kolossaler Einfall, wenig Applaus, schlechte Kritiken. So erfolgreich ist eben die Montagsdemo wieder aufgenommen. Sie hat konsequent auf die Doppelinszenierung des Revolutionsstückes Stefan Sohn und des Geschichtsdramas Winfried Lager hingearbeitet. Die gesamte Leitung wurde ausgetauscht, die kulturelle Landschaft des Landes verändert. Der Höhepunkt der Spielzeit. Wir sind die vielen kleinen Inszenierungen, die derzeit gegeben werden. Aber alle sind der Proteste der Farce zugeordnet. Absurdes Theater an vielen unterschiedlichen Spielorten. Ein Dauerbrenner heißt Mein Werk, der Autor ist Rüdiger Grube, Co-Autorin Angela Merkel. Diverse parlamentarische Dokumente beweisen diese Woche, dass bereits vor 2 Jahren die Kosten von S21 auf mehr als 4,5 Milliarden Euro kalkuliert waren. Damit hätte das Projekt aber laut den eigenen Vorgaben der Bahn längst beendet werden müssen. Und der Beratungsresistent Rüdiger Grube hätte zum gefühlten 10. Mal zurücktreten müssen. Kann aber nicht. S21-Prestigeprojekt ist ein persönliches Meisterstück werden soll. Lieber Herr Grube, wir können ja nachvollziehen, dass Sie sich in fortgeschrittenem Alter noch einmal ein Denkmal setzen wollen, aber kümmern Sie sich auch um Zugverspätungen, marode Gleise oder defekte Klimaanlagen und verschonen Sie uns in Stuttgart mit Ihren regelmäßigen, denen alle vernunftsträchtigen und der Besuch der One-Man-Show mit dem Titel Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, einer Open-End-Veranstaltung mit und von Heiner Geister. Lieber Heiner Geister, das ist alles sehr lustig, manchmal auch traurig, aber wirklich zurechnungsfähig wird das nicht mehr. Wir brauchen einen Moderator, der wirklich neutral ist. Arbeiten Sie, und das ist unser Vorschlag, zukünftig als Märchenerzähler und schreiben Sie danach ein Buch darüber. Wir in Protestbewegung wird natürlich nicht pauschal und unkritisch akzeptieren, was Sie in den nächsten Wochen verkünden werden. Der letzten Woche war das Pressedrama. Die Ermittlung Deutschlands Medien ganz unten. Nach dem 20. Juni wird bundesweit verbreitet, der Widerstand sei nun gewalttätig geworden. Statt sorgfältig zu recherchieren und die Darstellung der unterschiedlichen Seiten wiederzugeben, berichten die meisten Medien einseitig und verlassen sich auf die Sicht der Polizeipressestelle, die dann mehrfach korrigiert werden musste. Es wird abgeschrieben, es wird gehubelt, gelogen, der Widerstand wird mal wieder kriminalisiert und das kann in dieser Breite und angelegten Vehemenz kein Zufall sein. Alte Seilschaft, die bis hinein in die Polizei, scheinen also nach dem Wahlschock Ende März wohl doch wieder zu funktionieren. Auch ein Teil der Medien, die waren
Nürnberg hat sich auf die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 in einer Vehemenz eingeschossen, die nach der Abwahl von Markus kaum jemand erwartet hat. Besonders hart hat es dabei Minister Winfried Herrmann getroffen, der wurde regelrecht zum Abschuss freigegeben. Und im Fall von Herrmann vollzieht sich eine groteske Umkehr der Motive. Und wir sind immer noch in der Phase des absurden Theaters. Diejenigen, die jahrelang belegbar täuschen, tricksen und betrügen, bezieht sich nun denjenigen, der ihre jahrelange Welt mit Argumenten und Fakten seriös kritisiert, aufgrund von aus dem Zusammenhang gewissen Zitaten, der Lüge. Ziel der Show ist, den Aufträger zum Lügner zu machen. Möchten wir den Comedy-Preis 2011 den Tanja Günner Award verleihen für ihr hartnäckiges Festhalten an der Selbstzuschreibung unabhängige Tageszeitung. Herzlichen Glückwunsch für diesen gelungenen Dauerwitz. Der Comedy-Preis des Jahres 2011 geht an die Stuttgarter Zeitung! Freunde und Freundinnen des Winfried-Hermann-Bashings, ihr werdet erfolglos bleiben. Eure Inszenierung ist zu plump, zu platt, zu durchsichtig. Es ist ganz schlechtes Theater. Ihr werdet keinen Keil zwischen die Höhen und die Widerstandsbewegung zeigen. Wir zählen nach wie vor die besseren Argumente und von denen haben wir sehr viele und immer wieder neue und das schweißt uns zusammen. Des Falschen für immer wieder neue Argumente aufzeigen. Andreas Kleber aus Schaumdorf und der Bahnexperte Winfried Wolf aus Berlin, Mitglieder in der Bahnfachleutegruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn, in der unter anderem auch die Professoren Polak und Hesse aktiv sind, haben aus dem Originalkursbuch der Deutschen Bundesbahn vom Sommer 69 und für die Stunde mit der höchsten Belastung, also von 7 bis 8 Uhr morgens, alle Zugbewegungen im Stuttgarter Kopfbahnhof herausgearbeitet. Und das ist eine neue Untersuchung, das sich nur auf den Berufsverkehr bezieht. Es geht also um dieselbe Rush-Hour, die auch Grundlage für den sogenannten Stresstest ist, die Stunde, in der die Bahn besonders leistungsfähig sein müsste. Diese Ergebnisse präsentiere ich hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Die Studie besagt, im Sommer 1969 gab es im Stuttgarter Kopfbahnhof in der besagten Stunde knapp 40% mehr Züge als heute. Und es gab mit 51 Zügen noch 2 Züge mehr als die 49, die laut Bahnangaben im Stresstest als Maximum für S21 verortet werden. Das ist erstens, bei den Berechnungen der Bahn werden immer wieder Züge zum Fahrplan des heutigen Kopfbahnhofs hergestellt. Das ist Ihre Führung, wenn nicht einmal manipulativ. Die Vergleiche müssen mit dem Kopfbahnhof vor 1978 gemacht werden. Denn der hat deutlich mehr Leistungen erbracht als der heutige. Zweitens, die dokumentierte Leistung des Kopfbahnhofs ist mit 51 Zügen in der Hauptberufsverkehrszeit nicht nur größer als die, die für S21 behauptet wird, sondern diese Leistung wurde in der Praxis erbracht, Tag für Tag. In diesem Sommerfahrplan und ähnlich in den kommenden Jahren. Sie wurde nicht simuliert, sie wurde nicht bloß auf einem Bildschirm dargestellt oder per Software behauptet. Es hat sie einfach für Millionen Menschen in der Praxis gegeben. Drittens. Laut Bahn sind 49 Züge im neuen Kellerbahnhof das Maximum, was in der Rush-Hour geleistet werden kann. Die 1969er Daten sind gegenüber nur das, was für den damals sinnvollen Fahrplan gefahren wurde. Das heißt, das Maximum war auch damals bereits deutlich größer. Und es kommt viertens hinzu, dass beeindruckend der 1969er Ergebnis wurde mit einer Bahntechnik gefahren, die fast ein halbes Jahrhundert alt ist. Viele Züge mussten abgespannt und angekoppelt werden. Es gab keine elektronischen Stellwerke, keine moderne Signaltechnik. Ich fasse alles zusammen und das ist wirklich sensationell. Der bestehende Stuttgarter Kopfbahnhof ist bereits vor 42 Jahren in der Praxis des Berufsverkehrs in dieser Stunde von 7 bis 8 Uhr eine Kapazität nach, die um 40% über der heutigen Leistung liegt. Damals schon mit mehr Zügen als S21 jemals haben wird. Seine Kapazität war somit größer als alles, was im Stresstest für S21 als Maximum behauptet wird. Und für diese schlechte Leistung soll man noch 5 Milliarden Euro oder 7 Milliarden Euro oder 10 Milliarden Euro investieren. Liebe Freunde, was soll denn noch alles gewesen werden? Diese Studie zeigt
alle muss wollen, dass der Stresstest überflüssig ist, dass er ablenken soll, dass er eine Manipulation gibt. Wir brauchen keinen Stresstest, da dieser nichts beweisen kann, was richtig wäre. Und alle diese Fakten und Beweise und Argumente müssen wieder einmal zu einem sofortigen Abbruch des Unternehmens Stuttgart 21 führen. Aber dazu wird es von Seiten der Bahn nicht kommen. Akzeptieren wir die Tatsache, dass kein noch so gutes Argument zum Ende von Stuttgart 21 führen wird. Denn die Projektbeteiligten haben längst aufgehört zu argumentieren. Und wir müssen es, und das sage ich ganz wichtig, wir müssen es wirklich begreifen. Stuttgart 21 wird sich aufgrund von Fakten nicht erledigen. Denn sonst wäre es schon längst erledigt. Zum Schluss, zum Ausblick und vielleicht zum entscheidenden Großprojekt dieser Spielzeit. Zum Spektakel Masse Mensch, zum heißen Sommer in Stuttgart. Einzige und Hauptrolle Stuttgarter Bürger und Bürgerinnen. Liebe Freunde und Freundinnen, wir dürfen nicht auf einen Stresstest hoffen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass eine Volksabstimmung, wie auch immer geartet, in unserem Sinne erfolgreich sein wird. Wir dürfen auch die Bühne nicht alleine gelassen aufbürden, S21 scheitern zu lassen. Wir müssen uns auf uns verlassen, denn der Schlüssel unseres Erfolgs bleibt immer in uns selber. Wenn wir den Widerstand zusammenhalten, wenn wir unsere Vielfalt weiterhin tolerieren, wenn wir uns nicht in sinnlosen Scharmützeln aufhalten, wenn wir alle unsere so beeindruckenden Kräfte bündeln, wenn wir unsere Erfolge des letzten Sommers anknüpfen, dann werden wir eine neue Dimension des Protestes vorbringen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Wien und Wackersdorf haben gezeigt, dass mit Massenmobilisierungen, Massenblockaden und Besetzungsaktionen Großprojekte gestoppt werden können. Unsere Kraft, unsere unschlagbare Macht ergibt sich aus der Summe der vielen Einzelnen. Lasst uns deshalb noch mehr Menschen gewinnen, mit Argumenten überzeugen, die dann mit demonstrieren, mit blockieren und die, wenn es sein muss, den gewaltfreien, ich betone ausdrücklich, den gewaltfreien zivilen Ungehorsam mittragen. Ich möchte auch ganz ausdrücklich betonen, auch das ist der wichtigste, es geht heute hier nicht um zivilen Ungehorsam. Lasst euch von niemandem, von nichts provozieren. Wir haben heute ein Kinderfestival auf dem Schlossplatz und das hier ist eine Familiendemo. Aber allein die ungeheure Anzahl derjenigen, die heute wieder so zahlreich gekommen sind, zeigt, dass wir es schaffen können. Denn es sind wir, die massenweise dieses Großprojekt ausgebremst haben. Es sind wir, die massenweise Gruppen und Polen den Dauerstresstest gemacht haben. Es sind wir, die massenweise Markus das Oppositionseinwanderungs beigebracht haben. Es sind wir, die weiterhin massenweise auf die Straße gehen werden. Es sind wir, die sich weiteren Bauvorhaben massenweise in den Weg stellen werden. Es sind wir, die massenweise des Protestes nicht überflüssig sind. Es sind wir, die massenweise den langen Atem haben. Es sind wir, die Menschen vor Ort, die Stuttgart 21 massenweise endgültig verhängen werden. Und es sind wir, die Losung der Wahlpolitik in Stuttgart bestimmen. Und diese Losung